Ja, meine Freunde, willkommen zurück zu... Zurück zu einem neuen Let's Play von mir. Der Demo von Grounded in dem Steam Summer Festival irgendwas Ding. Das ist ein Wahnsinn, wie es geheißen hat. Egal. Gab's Grounded drin? Ich habe mal ein paar Demos gesucht. Da kommen jetzt alle paar Tage, jeden Tag irgendein Demo, wenn alles glatt läuft. Und Grounded ist so ein Spiel, was ich so voll auf meiner Liste habe. Und warte noch. Ich glaube, es erscheint fix im Juni. Juli. Jetzt werden wir mal schauen. Für Arachnophobien haben sie eine Warnung. This game contains spiders that are often much larger than the player. If you're super not okay with that, you can enable Arachnophobia safe mode in accessibility options. This is a visual only setting that does not affect gameplay. Was? Warum so? Ich kaufe das Spiel ja nicht, wenn ich das nicht, wenn ich keine Dinge aushalte. Fullscreen. Quality gibt's Epic. Da haben wir Epic rein. Frame Rate Limit lassen wir mal. Fassung kann man auch. Apply. Na gut aus. Ich hoffe, das funktioniert jetzt noch. So. Also. Multiplayer. Scheint disabled zu sein. Für alle, die es nicht wissen, Grounded ist ein Survival Game. Es erinnert mich stark an Ark. Irgendwie sind die Charaktere geschrumpft und in der Wiese und ganz winzig klein und somit ist jede Ameise praktisch ein Gegner. Aber es gibt auch irgendwas Übernatürliches. Das haut dem Ganzen ein bisschen Unberechenbarkeit dazu, weil man nicht einfach weiß, okay, gut, die Viecher kenne ich alle und ein bisschen Aliens dabei. Schadet nicht. So, was nehmen wir? Max, Willow, Pete und Hops. Max! Der wirkt ängstlich, den nehmen wir. Den nehmen wir. Ist jetzt natürlich von Anfang an dabei. Wird vielleicht als 1, 2, 3 Folgen davon geben. Mal schauen, weil ich ja auch andere Demos anteste. Aber es ist einfach nur mal zwecks Gameplay-Test, weil ich auf das Spiel wirklich gespannt bin. Und... Es stockt und ruckt. Die Maus ist ein bisschen gar schnell. Und die ein bisschen runterdrehen. Controller. Keyboard. Maus Sensitivität. Die ist eh schon auf 10%. Alter, 5. Na, can't be. This must be one of those prank TV shows. Das Spiel gibt ja genau überhaupt kein Tutorial, aber hier kommt das Tutorial. Wie heißt der Move? Links unten dürften Essen und Trinken sein. V. Hoppla. Eine Mille. V ist das Maus. Das werde ich auf die Maustaste legen. Alter, schaut das cool aus. Ja, schaut das geil aus. Ich freue mich schon auf das Game. Control is crouch. Max, just what I always wanted, snatch my prime and reduce the size of the thing. Not. Jetzt wäre kurz mal die Überlegung, kann man da eigentlich irgendwo eine Sprache einstellen? Dürfte nicht recht viel Autorons N. Okay, Audio, Master Room, Push to Talk. Accessibility. Read to me. Ja, lesen wir das vor, warum auch nicht? Wenn es schon geht, in. Pause. Abschalten. Button. Okay. Listen, das brauche ich nicht. Bist du freundlich? Left Mouse Button. For Attack. Menü. Ab Options. Accessibility read to me. Welcher Trottel immer auf das kommen ist, dass er mal die Knöpfe vorliest, dass er den gerade auf die Eier aufhängt. Weg! Geh weg! Geh weg! Aua! Weg! Ja, ihr seid scheiße. Hey, bleib da!
Jetzt kannst du da bleiben auch. Deppert wegrennen und dann deppert angreifen und dann Angst haben, gell? Ja, können wir schon. Scheiße! Ey, das ist schwer. Das ist ein super Quit. Maxus Mörder Bein eint. Okay, ne, Ameise hat mich umgebracht. Das werden wir ja jetzt aber hoffentlich besser hinkriegen, oder? Da sind ja drei. Ihr seid aber stark, wenn ihr alle zusammen seid, oder? Jetzt sterbt's doch mal irgendwer. Die rennen immer weg. Jetzt ist nur eine. Komm, 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 komm. Die krieg, komm. Bleib stehen. Ha! Irgendwas habe ich jetzt aufgehoben. Endpart. Kann ich mir die hinschlagen? Nein. Kann ich hier nicht. Alert, low health. Ja, da sterbe ich jetzt hier wieder. Nehmen wir mit. Mehr. Einzeln kriege ich euch. Ich kriege euch. Ich kriege euch. Oh oh. Weg. Ab. Muss immer noch hinschlagen, wieder weggehen oder wie rennt das am besten? Nein, bleib da. Ich muss mal kurz weggehen. Ich schlag da wie deppert einfach nur mich. Okay, auf Tab habe ich ein Inventar. Was mache ich mit dem Kopf? Kann ich mit dem irgendwas tun? Nee, kann ich nicht. Okay. Ist fürs Crafting sinnvoll, meint das Teil. Okay. Ich wäre aber echt. Habe ich dann. Gibt es dann nirgends sowas? Irgendwo ein Stöckchen? Irgendwas. Mit dem ich was prügeln kann? Das sind aber auch aggressive Ameisen. Track the signal to its source, okay. Habe ich nicht. Käfer. Ja, mal her. Da. Ein Stein. Ein Stein auch nicht schlagen. Ja, bitte, ich kann auch mit Stein hinhauen. Also, aber auch schon, das ist schon so, also, das ist schon sehr geil. Kann man überhaupt nichts sagen. Ich muss jetzt nur geschwind mal kurz mal durchschauen. Warte mal, Questing, Quest, Investigating Surrounds. Das ist alles noch wunderschön in Englisch. Strange Ding, das unter, a Small Snack. Der Small Snack hat so einen Lernhut dabei. Ich vermute mal, dass das zum Tutorial gehört. Ja, tut's auch. Find and eat some food. You're hungry. It will be a good idea to learn where to find food. Mushrooms can be eaten raw and are commonly found in damped areas. Try finding one to eat. Kriegt ihr jetzt schneller tot mit dem Ding?
Ja, das ist Sackgasse, mein Freund. Ameise. Wer da? Ich will da mein Ding drin, mein Loch. Ja, nix aufheben. Wir fahren jetzt auf die Tractor Signal und Twin Sources. Signal verfolgen. Investigate surrounding. Where are you? How did you get there? It looks like you are shrunk impossible in someone's backyard. Im Garten hinten, okay? Schau dich um, um nachzuschauen, was Sinn machen wird. Pin Quest. Aha. Find water. Erledigt. Find clean water. Das ist ein Floh. Ein Schwammel. Das ist das, was ich ja angeblich essen soll. Nehmen wir das mal mit. Okay, so bei großen Schwammeln sind auch kleine Schwammel. Sehen wir nur kurz zurück. Das Spiel bombardiert mich gerade. Fiberbandagen brauche ich. Bist du deppert? Ah, das kann ich craften. Okay. Holla. Und dann gehen wir wieder zurück ins Hauptcraft-Menü. Go to Entry Craft. Map. Ich bin hier, das ist mein Quest. Das Ziffert. Was habe ich gepinnt? Es ist gerade ein bisschen eigenartig, warte mal kurz. Kann ich das anpinnen? Das hat funktioniert, ich habe 14 Schwammerl. Der zählt die zusammen, das finde ich cool. In der Hotbar unten. Ich habe einen Stein mit. Ant Helmet. Ah, Pepper. Der Stein kann man stunnen, wenn ich ihn werf. Damage, Stun, Speed. Das ist ja gar nicht so schlecht. Ein Pepper Speer kann ich den craften. Das brauche ich einmal. Missing required Hotcraft. Das ist Hotcraft. Ja, das Spiel wirft da nicht wirklich viel gerade entgegen. Mir fehlt Essen. Essen sollte ja prinzipiell möglich sein. Eat the mushroom. Ah, der isst die, während wenn ich nur die Taste drücke, isst er schon, okay. Das wird wahrscheinlich gleich high sein, das sind wahrscheinlich Magic Mushrooms. Wer war cool irgendwie. Und nochmal trinken. Noch einmal. Ich bin nicht schon so komisch. Hui, hi. Ah, Spiel bombardiert dich. Unanalysiert. Wie analysiert man was? Keyboard. Look down, Outrun, Jump, Interact ist eh
Attack chances X, attack block, throw, sprint, crouch, glide, equip blast, camera toggle. Place building. Rotate. Ja, das schaut gerade alles irgendwie nicht so aus, wenn das jetzt irgendwie so weitergeht. So, machen wir das ab. Stein abbauen. Okay, Map. Nee. Das kann ich eigentlich craften, sagt er mal zumindest, aber irgendwie tut er nichts. Das sind die Sachen, die ich neu habe. Okay. Map. Passt. Quest. A little slurp. Find clean water. Kann ich das pinnen? Schön, ich kann mit M nicht auf die Map. Find clean water. Clean water. Das ist meine... Das muss meine Main Quest sein. Ah, das ist die Clean Water Quest. Na gut, dann. Dieses kleine Teil da unten geht mir ziemlich auf die Nerven. Müssen in die Richtung jetzt sein irgendwo. Raw Amphit Meat. Das war anscheinend, das ist aber meine Main Quest. Strange Signal Intake with the Computer. Also das Pinnen von der Quest ist schön und gut, aber irgendwie zeigt er mal auf der Quest nicht an, auf der Map nicht an, wo das jetzt sein soll. Naja, was soll's, ist ja egal. Wir sind beim Computer. Wir hatten eigentlich den Computer geschrumpft. Analysieren. Raw Science, New Recipes. Ach so. Und wenn ich das Zeug analysiere alles, dann kann ich irgendwas daraus mehr craften. Ah, Pebble Axt. Bevor ich jetzt das letzte Ding noch verhunze. Look around to see what you can find. Find more evidence. A little slurp habe ich schon. Map. Irgendwie glaube ich, dass das Ding da gar nicht irgendwie will, dass ich viel mache. Das ist gleich wirklich nur da oben Demo Access, 16 Minuten. Das haben sie nämlich überall, wie sie es rumgeschrieben haben, nicht wirklich erwähnt. Next Charge in 14 Minuten. Bleib mal kurz da rein, ich habe Angst irgendwie da draußen. So. Dann kann ich hier theoretisch Pebble Axe. Pebble Spear. Warum kann ich es nicht craften? Pebble Axe brauche ich. Dreimal, ich habe einmal, habe ich nullmal, das ist nullmal. Also ich habe einen Stein und kann daraus einen Stein machen, oder wie rennt das da? Okay, also brauche ich nochmal diese komischen Fiber-ähnlichen Teile da. Was sind diese dünnen Dinger? Die sind teilweise auch wirklich schlecht sichtbar. Das ist jetzt aber eine gute Frage.
vor. Wegen Crafting muss ich wo sein zum Craften. Wie gesagt, das Spiel, da war was. Ameise. Das Spiel gibt jetzt nicht wirklich viel vor. Nimmt dich jetzt nicht wirklich an der Hand. Ja. Leck mich doch. Leck mich doch am Arsch, ey. Ich sehe ich meine Leiche. Ewig weit. Man muss ja wirklich ehrlich sagen, ein bisschen. Also ein bisschen mehr Rücksicht hätten sie am Anfang schon nehmen können. Ha. Landmark. Kann ich das nicht irgendwie schnell rüberdingseln? Ah, take all down, Trottel. Geh ich mal da rein wieder. Fühle mich wohler. Da in der Ecke. Purple Spear kann ich jetzt machen. Ich will die Eggs machen. Warum geht die nicht? Ach so, ich brauch die. Ach, ich bin ein Trottel. Craft. Fehlt mir hier noch ein. Da habe ich zweimal. Dann brauche ich einen Stein. Einmal das Ding und einmal so. Wolfenfiber. Okay. Okay. Ich muss sagen, ich fühle mich planlos. Moment, ich muss mal kurz in die Quest schauen. So. A little slab, find clean water, das habe ich. So, investigate surrounding. Okay, find. Also eigentlich muss ich jetzt mal nur rumrennen, Evidence finden. Aber zuerst mal einfach nur rumlaufen. Und dann muss ich mich mal verbinden. Steine mitnehmen. Aber man muss sagen, ich muss sagen, es schaut schon sehr geil aus. Mariengeber, hallo. Du bist aber nicht böse, oder? Zack. Bist du böse? Ah, Ladybug besser als ich. Größer als ich. Angst. Ich hab's überlegt, ich lasse dich eh in Ruhe. Der glänzt. Das ist ja cool. Ah! A little slab. Build a shelter. Construct a learn too so that you can sleep through at night. Alter! Eine Dose. Ich weiß gar keine Zeit gehabt, das da zu lesen, was da unten steht. Aber ich finde es saumäßig gut. Ich finde es wirklich gut, das Spiel. Ich freue mich schon, wenn es erscheint. Da werden wir wieder ein bisschen Let's Play-mäßig was auf die Reihe bringen. Ah, die Ameise. Kriege ich die jetzt tot? Ja. Es fallen 1000 Teile. Du willst eh nicht mich umbringen? Nee,
Nee, will er nicht. Er ist ja nett. Ein Grasplank. Noch ein Grasplank. Geez, unload. Build a shelter. Construct a lean-to. Wall. Ah, door, floor. Zum Floor brauche ich viermal das Gras. Kann ich es kaputt. Ich habe drei. Was ist mit dir, du Agro-Viech? Ernsthaft, das Ding ist ja voll Agro. Ich muss das mal ablegen da. Auch eine Axt, eine Niede, Axt. Axt. Einmal. Fofen Fiber. Ne. Wir haben nur mehr 8 Minuten, das heißt, wir werden jetzt mal einfach da mal ein bisschen rumlaufen. Für den ersten Eindruck von dem Spiel hat es ja schon mal gereicht. Und ich muss auch ehrlich sagen, es macht einen guten Eindruck. Wirklich guten Eindruck. Schauen, dass ich nicht zu viel Damage reinkrieg. Und es gibt Ausdauer in dem Spiel. Gut zu wissen. Ich darf Dings nehmen und trinken sein. Verpiss dich. Drygrass habe ich jetzt auch schon, aber das kommt mir fast schon ein bisschen zu weit hergeholt vor. Es kann ja sein, dass ich so weit rennen muss, um da mal irgendwas zu craften. Ich meine, natürlich kann es sein, aber ich glaube es halt eigentlich nicht. Das alles mit. Das ist ein Baseball. Raw meat, head. Das ist ja cool, dass es ein Baseball ist. Der lila Balken rechts unten dürfte die Haltbarkeit von dem Teil sein. Erwischt. Take a slurp. Was ist das da? Ja, ist das cool? Das ist irgendein Elektronikteil. Was haben wir da verloren? Was könnte das sein? Das erkennt man nicht. Sonst Power. Eat something. Da unten das Maxl sagt mir, glaube ich, dass ihm schlecht war vom Trinken. Trinken? Ist noch was? War das alles? Habe ich nichts mehr? Was kann ich noch?
Oho, ich kann die Dinger craften. Nee, das ist... Das ist nur das Natürliche, das Workbench, Required Workbench. Required Workbench, Springbow. Brauche ich. Genannt was. Eine Torch, da brauche ich Sachen, die habe ich alle noch nicht gefunden. Data out. Also irgendwas funkt da noch. Jetzt activate now, ne, gell? Reißt du mich jetzt, wenn ich da mal drüber gehe? Na, ist das cool? Leute, das macht Laune. Vor allem lässt es sich total erweitern, das Spiel. Da kann man doch alles Mögliche draus machen. In 3 Minuten ist vorbei mit dem Mal gesessen. Ich glaube, ich verrenne mich gerade. Aber volle Kanne. Unblock the obstructed laser. Build a shelter. Construct a sleep to... A learn to, Entschuldigung. Sehr geil, Alter, das ist der Kopf von so einem Ding. Ey, ich krieg doch jetzt schon die Panik. Sub. Habe ich nicht. Crafted Workbench. Ah, Crafted Learn 2. Covered Leaf brauche ich da. Dreimal. Die waren bei meiner Base. Sollte ich meine Base wiederfinden. Right, denke. Ah! Ja, man kann sich sicher sein, dass ich meine Base jetzt nicht mehr finde. Oder einfach in die Richtung. Vollgas in die Richtung. Demo-Access ist gleich vorbei. Sepp. Darf ich noch zu meiner Base zurück? Ich will nicht während der Demo dann irgendwo rumliegen. Ja! Rein in die Base! Leider. Schaut aber gut aus, spielt sich gut.
wird gelet's Play, da könnt ihr euch sicher sein, dass das auf jeden Fall kommt. Aber wir haben noch bis 28. Juli Zeit. Bevor ich jetzt New Game drücke, kann ich dann nochmal? Nee, mit einem anderen Charakter. Hast du so viel wie viermal den Anfang zu spielen? Gut, wir würden da wahrscheinlich jetzt ja wahrscheinlich jetzt wieder was Schönes hinkriegen, aber mit dem schönen Blick lassen wir das. So, das war's. Das war von Grounded mal das Anspielen der Demo. Nur zum Herzeigen mal, worum es geht, was es ist, was es tut und. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es mördermäßig gefallen. Ich finde das sau cool mit diesen Riesendinger damit. Die Bälle, das schaut echt gut aus. Ich hoffe, dass der Timmy oder der Birndal dann wieder mal dabei sind. Und dann machen wir dann ein Teamplay draus. Passt. Dann danke. Wenn es euch gefallen hat, lasst es aber da. Wenn es mehr Demos sehen wollt, schreibt es. Wir haben 2 Wochen Zeit dafür. Dann gibt es mehr Demos. Was ihr sehen wollt, schreibt es auch in die Kommentare. Dann schaue ich mir das Spiel an. Wenn es halbwegs in mein Muster passt, wird's gelet's played. Und so in dem Sinne, bleibt's gesund, bis zum nächsten Mal. Ein Abo wäre super nice. Bis dann und ciao.